Servus Leute, heute gibt es einen Kommentar-Raid auf Streets, das heißt, ich kommentiere wieder alles, um euch meine Entscheidungsfindung und warum ich was mache, näher zu bringen. Und ja, ich habe den einen oder anderen Spieler getroffen, möglicherweise auch einen Scav-Boss und ja, das Ende will ich euch nicht spoilern, schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider, würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Nicht auf YouTube, würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. So, auf geht's. Wo sind wir? Gemma, wohin gemmern? Ich glaube, wir gehen zur Polizei. Das höchste an Subs, was mir auf einmal gegiftet wurde? 100. Ach so, Kommentar-Raid, okay. Stimmt, ja. Also, Plan ist, bisschen Gold-Chains und Golden Scouring zu looten. Und macht man am besten in der Polizei. Schauen wir, dass wir da hinkommen. Irgendwo hier links waren Shots. Könnte hier auf der Straße gewesen sein. Natürlich nicht der beste Weg hier, aber wir gehen einfach mal, scheiß drauf. Nicht, dass die hier links irgendwo sind. Polizei wird vielleicht schon jemand sein. Müssen wir mal schauen. Das ist immer schwierig, wenn man da nicht als Erster drin ist. Big Maki, danke für die 5. Hype Train hin oder her. Danke für die beste Art des Supports. Danke fürs Ding Ding Ding. What the fuck? Moment. Und jetzt noch Kommentar-Raid, ey, ihr macht mich fertig. Tommy, danke schön. Weiß ich noch nicht. Dankeschön für die 25. Beste Art des Supports, Leute, kann ich ein bisschen Ding 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 sehen. Hype Train hin oder her. Danke für die Dono. Bleibt am meisten hängen. Danke für die 25 Euro. Ich höre nichts oder ich konnte nichts hören, keine Ahnung. Schauen wir mal. Einmal durchspringen. Kein Schuss. Steps. Einmal rüberschauen. Irgendwo war einer. Bin mir echt nicht sicher. Kann auch weit weg gewesen sein. Mit dem Ding 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 läuft's aber heute, ey. Kann ein Soundbug gewesen sein oder da hinten steppt irgendwo einer rum. Wir probieren's. In Rechtspeak stellen, reinlaufen lassen. Krass, wie der mich sehen konnte. Ah, hat er auch Rechtspeak, ne? Okay. Einmal Perforotan. Ich konnte da gerade keinen Perforotan ziehen. Ich weiß nicht, ob oben was, oben noch was war. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaub's aber nicht. Wir nehmen jetzt als erstes mal hier nach hinten. Nach hinten ein, dass wir uns healen können. Aber erstmal schauen wir, ob hier ein Bitcoin liegt. Ah ne, eine Glock. Looten muss auch sein. Währenddessen ein bisschen Ammo machen. Ein bisschen Rattencola, auch nice. Oh. Nate. Aber die war drüben. Alles gut. Wir looten hier bloß die guten Spots schnell durch. Ich habe ein bisschen was vergessen. Okay. Was liegt hier? Leute, danke schön für den Hype Train und die Donations. Jörg, danke für die 5 gegifteten, die ganzen Bits.
und die Donation Dummy mit 25 und Wikimaki mit 5. Danke für den fetten Support. Weiß ich sehr zu schätzen. Ja, wir gehen uns erstmal flicken, denke ich. Ich glaube, hier hinten hockt keiner drin. Hey, Casual, servus. Oh, Unschein. Joink. Muss aufhören zu looten und anfangen zu flicken. Da rennt einer. Nichts gehört von dem, what the fuck? Okay. Die Duschen sind immer gut zum Saven und zum Flicken. Schauen, okay. Wenn man nämlich noch einen Bruch hat, dann macht er erst den Bruch weg und nicht den Ding, aber der Bruch ist auf einem kaputten, von daher. Ja, aber auch nicht immer bonkers. Das war gerade haarscharf, ne? Also der zweite hätte mich locker kriegen können. Ich hab's scheiße gemacht. Ich dachte, der sieht mich nicht, wenn er da reinpiekt. Er hat mich aber gesehen. Eigentlich hätte ich da schon richtig. Ich habe ja schon richtig kassiert. Gott sei Dank sind sie mir ins Pre-Fire reingelaufen. So. Den draußen konnte ich natürlich, da konnte ich nicht viel kommentieren, der war zufällig da. Falsche Zeit, falscher Ort, armer Junge. Wir machen erstmal ein bisschen Ammo. Das sind nämlich meine M80-Magazine, ich will M62 geladen haben. Ich lebe noch die nicht, ja. Deswegen habe ich es trotzdem nicht gut gespielt. Na, das, ich hätte das so spielen können, dass ich kein Hit bekomme mit dem Rechtspeak. Aber habe ich nicht geschafft. Aber es war auch, glaube ich, die waren schon drin und die haben mich zu. Der hat mich ziemlich genau gehört, wo ich stehe. Ich war ein bisschen spät dran. So. Zack, zack. Ich tue da unten wieder das Survival rein, weil wenn ich meinen Rucksack droppe, dann habe ich das nicht mehr dabei und das ist scheiße. Kleine Feschbar-Pause. Schauen, was die Drogen machen. Alles klar. Gute MP für Trader 3, MP7. Das ist drüben an der Kreuzung oder im Autohandel, bin mir nicht sicher. So. Jetzt gerade, wo ich hier bin, brauche ich nicht unbedingt einen Painkiller. Wenn mich jemand überrascht, dann steht da oben, aber ich glaube es nicht, dass jemand da ist. Und wenn jemand reinkommt, dann kriege ich es vorher mit. Kann dann den Painkiller nehmen. So. Schön, dass wir ein bisschen Platz haben. Injector Case meine ich. Also hier gammeln sie gerne. Immer mal auf der Hut sein. Aber ich glaube, alles gut. Nochmal ein SJ6, okay. Schau mal hier rein für Gold Chains und Golden Skull Rings. Essen, Trinken habe ich genug, das passt. Weiß gar nicht, ob überall in dieser Schüssel was spawnen kann, aber kann schon sein. Mal sehen, ob ich hier aus dem Fenster was sehe. Ich dachte, hier sieht man ein bisschen mehr. Wir können mal hier gleich fertig looten. Dann gehen wir mal hier drüben in das Gebäude. Und schauen mal von da. Halt. Dry Fuel, 26k direkt beim Trader.
Wir sind eh schon wieder fast voll, ne? So. Das ist Dry Fuel. Ich glaube, das ist zum Wasser cleanen. Dry Alcohol. Keine Ahnung. Um Wasser zu desinfizieren, ich bin mir nicht sicher. Brennstofftabletten. Und für was braucht man die? Als Brennstoff. Ach so, als Brennstoff. Okay, okay, okay. Jetzt so. Ja, war ich ein bisschen auf Schlau. Okay. Also, weiter kommentieren. Aha, hier. Wie ist das? GP-Coin. Ja, ja. Raven. Mhm, mhm. Wo ist der GP-Coin? So. So. Oh, den brauchen wir. Brauchen wir für die Quest, deswegen sind wir hier. Sowas wie Kohlebriketts, okay. Machen wir das Zagustin hier raus. SJ6 ist ein bisschen mehr wert. Okay. Schauen, ob hier hinten noch was ist. Gut, Trimadol. Ach so, das ist... Ich dachte irgendwie, das wären immer so... Die sahen so aus wie Brausetabletten. Kann man so rausdrücken oder tut man die irgendwie ins Wasser? Irgendwie war so mein Gedanke. Naja, ich habe da auch nie tiefgründig drüber nachgedacht. So, wir nehmen jetzt ein paar Drogen. Dann gehen wir da drüben in das Haus. Und schauen mal, ob jemand im Autohandel ist. Und dann, wir haben schon ein bisschen gelootet. Orientieren wir uns schon mal, was wir für Exits haben. Collapse Crane, Evacuation Zone. Das heißt, ich muss eh hier hinter oder dahin. Aber einmal will ich auf jeden Fall noch schauen. Die zwei hier draußen will ich eigentlich noch gar nicht looten. Klingt mir ein bisschen zu offen. Aber wenn dann noch irgendwo eine... Okay. Oh, könnte gut werden. So, ich glaube, hier geht's rein. Mal rein. Hier geht's durch. Hier ist ein Flur. Verrückt. Kann man aus dem Fenster schauen. Hat man eine gute Posi. Ohne Mist, ich glaube, ich war jetzt einmal drin in dem Haus. Holy shit, ey. Die mies. Ja, von hier wurde ich schon mal erschossen. Ich bin... Ich glaube, der war nicht ganz drauf. Könnte der Scav-Boss sein? Weiß nicht, ob hier noch mehr geht. Nee, hier nicht mehr. Also, keine Ahnung. Das Haus habe ich nicht auf dem Schirm. Ich war hier einmal drin bis jetzt. Hier ist halt auch nichts, ne? Scav-Bosse kann man nicht one-hitten, kommt auf die Ammo an, aber die haben halt sehr viel HP auch auf dem Kopf, ne? Für gewöhnlich haben die doppelt so viel HP wie ein PMC auf dem Kopf. Das heißt, du brauchst eine Ammo, die mindestens 70 Schaden macht, ne? Hast von hier schon 3 oder 4 Leute gesniped? Ich war hier echt so gut wie gar nicht. Aber ich war mal hier oben und habe von hier aus kassiert und habe mich gewundert. War hier gerade was? Ja. Das ist der Scav-Boss. Save the Scav-Boss. Wollen wir den killen? Ich meine, viel Loot habe ich nicht mehr, aber wir killen ihn, denke ich. Ist links oben wieder da? Also, das ist auf jeden Fall Gluha.
Wir gehen da jetzt mal ran, würde ich sagen. Da ist die 2 im Eingang. Ich kann die... Ah, scheiß drauf, die lassen wir jetzt liegen. Wir hüpfen jetzt hier drüber. Und dann machen wir den Scav-Boss. Okay, ich hol schnell die Dog-Tags, scheiß drauf. Oh boy, die haben auch noch Gear, ey. Oh mein Gott. Der Arme. Ah, der hier hat... Alrighty, let's go. So, Glurak und seine Crew. Ich glaube, der hat 4 Wachen hier auf der Map. Ich bin mir nicht sicher. So oder so, wir droppen erstmal irgendwo unseren Backpack. Ich glaube, wir gehen innen lang. Ist besser. Ich hoffe, die sind noch da hinten. Ich glaube, das war der Sniper-Scave über mir. Ich hoffe es zumindest. Privet. Ey, shit, die Steps von dem machen mich immer verrückt. Hex, vielen Dank für den Follow, willkommen. Alrighty. Sie sind auf jeden Fall hier. Steiner. Das war Gluha selber. Noch 2. Weiß ich, ob einer im Container ist? Ja. Sind noch 2. Einer hier und einer da vorne. Oh, noch einer. Noch einer. Okay, wir müssen erstmal Ammo machen. Die Waffe ist gut dafür. Hat ordentlich Bums. Okay, da geht einer Clean Off Street raus. Ich kann jetzt halt nicht viel looten, ich habe nicht mehr viel Platz. Das ist das Problem. Ich muss aber sagen, SA-58 ohne, also mit Schalldämpfer viel besser, ey. Viel angenehmer. Moin. Auskreuz, moin. Dankeschön für den Prime im 20. Willkommen zu einer Abo-Falle. Danke, dass du den Prime mir lässt. Wie geht's? Servus. Alrighty. Kann jetzt halt nicht so viel von denen mitnehmen. Wir schauen erstmal in Gluha rein und der andere hat einen alten, den will ich auf jeden Fall mitnehmen. Vier Steps. Scav Player oder. Ja. Okay. Der wollte sich hier, ne? Der hat schon wieder. Habt ihr gesehen? Der hatte Schaum vorm Mund vor lauter Gier. So, das Gute ist, der hat noch eine Rig dabei. Die kann ich nehmen. Die Magazine. Ah, die sind halt ein bisschen was wert, ne? Aber trotzdem. Shit. Okay, nehmen wir mit. Kann nichts machen. Auf der Straße rennt was. Taschenlampe.
Auch nur ein Scav. Alles gut aus Kreuz, so wie es sein soll. Muss ein bisschen Ammo machen. Alles ein bisschen leer. Scav Player. Hier ist sowas von Scav Player Party, die gehen mir so auf den Sack. Ja, wir müssen die im Rechtspeak ziehen. Hat einen Nade. Die irgendwo hinfliegt und mich perfekt tötet. Nice. Keine Ahnung, die war so weit weg. Die war so weit weg. Naja. Ohne Scheiß, die war doch in etwa 15 Meter neben mir. Die kann nicht von der Nate sterben.